Herzlich willkommen zu unserem heutigen Nachgefragt-Gespräch. Schön, dass Sie zu Hause geblieben sind und uns in Ihr Wohnzimmer geholt haben. Unser Nachgefragt to go sozusagen. Unser Gespräch heute ist eine Premiere in jeglicher Hinsicht. Es ist nämlich das erste Gespräch mit zwei männlichen Moderatoren. Und es ist das erste Gespräch, bei dem unser Gast nicht hier neben uns sitzt, sondern ganze 635 Kilometer von uns entfernt ist. Sicher ist sicher. In genau abgemessenen 1,5 Metern Entfernung von mir befindet sich Paul Wagenplast. Auch vor Corona glänzte er gerne mit seinem unnützen Wissen und war vor Abbruch der Spielzeit heiß begehrt in seiner Fußballmannschaft. Als Bankwärmer ist doch klar. Und zu meiner Linken Lukas Kronmüller. Als Schülersprecher weiß er jetzt gar nicht mehr, wohin mit seiner ganzen Zeit, denn er lebt in der Schule, Corona hin oder her. Als Cheftechniker ist er außerdem verantwortlich für diesen Stream. Wenn der also gleich zusammenbricht, wissen wir, wer schuld ist. Mit unserem heutigen Gast begrüßen wir nicht nur einen Professor in Germanistik und Sozialforscher. Als Erbe eines Zigarettenimperiums steht sein Name außerdem für einen imposanten Kontoauszug. Außerdem war er Initiator der für eine der umstrittensten Ausstellungen in Deutschland, der Wehrmachtsausstellung. Ins kollektive Gedächtnis hat sich sein Name allerdings aus einem anderen Grund eingebrannt. Als Entführungsopfer, das für 30 Millionen Mark freigekauft wurde. Wir begrüßen Jan-Philipp Remzma. Guten Abend, Herr Remzma. Guten Abend. Wir befinden uns hier in unserer komplett leeren Schule. Hinter uns ein typischer, jedoch sehr provisorischer Hintergrund. Vor uns ein Berg von Technik. Überall liegen Kabel, die uns wenigstens noch etwas Sicherheit geben, dass dieser Stream hier nicht gleich zusammenbricht. Wo sitzen Sie? An meinem Schreibtisch. Haben Sie extra für uns aufgeräumt? Nein, beiseite geräumt. Aber das Gerät, in das ich jetzt hier spreche, steht da sowieso. Der nachgefragte Go-Lieferservice hat Ihnen ein Paket geschickt. Jetzt dürfen Sie mal das blaue Paket öffnen. Es sollte ein Schriftzug von Weinbär draufstehen. Blaue, das ist irgendwie ist türkis. Nehmen Sie das als blau? Also es gibt ein türkises und ein blaues. Es steht da was mit Weinbär drauf. Was steht da? Weinbär sollte draufstehen. Ach so, das ist nicht mehr blau. Das ist... ah ja. Ach doch, es genau. Ist blau. Wir haben recht. Ja. Sie können es ruhig mal in die Kamera zeigen. Ich habe gelernt, dass so etwas, was ich jetzt hier mache, in der Öffentlichkeit Pakete auszupacken, Unboxing heißt... und ein Riesenspaß im Internet ist, was man nicht genau versteht, warum das so ist, aber es ist wohl so. Also mache ich das. Und hier sind zwei Flaschen Wein drin, nein, drei. Hier hinstellen genau. Und ein bisschen, nein, das ist Zeigen Sie es doch mal in die Flasche, Herr Rindsmann. Das ist genau. Eine Bierflasche, beziehungsweise Flasche Bier und eine Flasche Wein und Cola. Genau, wir würden gerne digital mit Ihnen anstoßen und haben Ihnen dafür diese kleine Getränkeauswahl geschickt. Sie dürfen sich jetzt für eines von den Getränken entscheiden. Welches wollen Sie denn nehmen? Die Flasche Wein. Das ist natürlich auch erlaubt. Worauf wollen Sie denn mit uns anstoßen? Was? Worauf wollen Sie denn? Auf das Gelingen Ihrer Veranstaltung. Sehr gut. Wir nehmen natürlich grünen Tee. Also? Auf das Gelingen der Veranstaltung. Ja. An dieser Stelle möchten wir eine kleine Info an unsere Zuschauer ausgeben. Bei diesem Gespräch ist es möglich, Fragen an Herrn Remzma zu stellen. Diese Formel können Sie einfach in den Live-Chat formulieren. Und am Ende stellen wir noch einige von denen. Wir haben jetzt für Sie ein kleines Spiel vorbereitet, Herr Remzma. Sie bekommen gleich eine Frage und vier Antwortmöglichkeiten und dürfen sich dann für eine davon entscheiden. Die erste Frage ist, stellen Sie sich vor, wir reisen mit einer Zeitmaschine ins Jahr 1 nach Corona. Welche der folgenden Schlagzeilen würden Sie gerne in der Zeitung lesen? A. Merkel unverzichtbar. Sie tritt ihre fünfte Amtszeit an. B. AfD heillos zerstritten. Auflösung beschlossen. C. Trump erleidet historische Niederlage. Biden triumphiert. Was? D. Oder D.
HSV und St. Pauli fusionieren, Angriff auf die Bayern. Jetzt sollten Sie die Frage auch sehen. Ja, die sehe ich, aber ich kann sie auch mir zur Not merken. Wenn wir mit D anfangen, das wäre mir persönlich ziemlich egal, aber ich glaube, Hamburg mag das ganz gerne, diese zwei Konkurrenten zu haben. C, das würde mir gefallen. Die AfD ist schon vergleichsweise zerstritten und man kann hoffen, dass es weitergeht. Und die Selbstauflösung wäre vielleicht keine schlechte Nachricht. Merkel gewinnt sicher an Ansehen noch einmal in dieser Krise, macht das nach meinem Urteil ziemlich gut. Ich glaube, dass man ihr persönlich nicht raten sollte, noch eine Amtszeit zu machen. Das bekommt Kanzler nicht gut zu lange im Amt zu sein. Das könnte ihr dann gehen wie Helmut Kohl, dass sie gewissermaßen im Amt zerbröselt. Und das würde ich ihr nicht gönnen. Das heißt, Sie würden sich für B und C entscheiden? B und C, ja. Was für Emotionen regen sich bei Ihnen, wenn Sie den Namen Trump hören? Es ist eine permanente Beunruhigung, wenn der vielleicht mächtigste Mann der Welt sich zuweilen aufführt wie ein Kleinkind. Erwachsene sollten generell nicht sein wie Kleinkinder. Und je mehr Macht sie haben, desto weniger. Der Flügel der AfD scheint sich ja aufzulösen. Können Sie Herrn Höcke das abnehmen? Nehmen Sie Herrn Höcke ab, dass das wirklich passiert? Ach so, abnehmen. Er hat das ja, glaube ich, selber gesagt. Er hat gesagt, wir lösen uns auf, aber das ändert nichts. Wir sind ja alle noch da. Und so wird es sein. Haben Sie schon mal Merkel gewählt? Ja. Sie sind ja ein Mann des gepflegten Wortes. Wir haben hier jetzt mal ein Zitat in die Jugendsprache übersetzt. Es lautet, es hat kein Meaning, wie slow du am Steppen bist, solange du nicht nur rumharzt. Können Sie das einem der folgenden Autoren zuordnen? Entweder A, Jean-Paul Sartre. B, Arno Schmidt. C, Konfuzius. Oder dann doch lieber D, Philipp Amthor. Ich sollte das jetzt in eine konventionellere Sprache rückübersetzen und dann jemandem zuordnen. Genau, übersetzen Sie es doch einfach mal in normales Deutsch. Es spielt keine Rolle. Was heißt in dem Falle Steppen? Wie es dir geht, solange du dich nicht auf die faule Haut legst? Sollen wir ihn etwas? Solange du dich nicht auf die faule Haut legst? Gar nicht schlecht. Wem würden Sie das jetzt zuordnen? Es gibt einen Satz von Arno Schmidt, der heißt: Halt's Maul und mach was. Das ist aber zweifellos nicht dieses Zitat. Das heißt, Arno Schmidt ist raus. Was? Arno Schmidt ist schon mal raus, also. Ja. Sie können auch einfach raten, wenn Sie sich nicht entscheiden können. Ja, also ich bin nun in Philipp Amthors Zitatenschatz nicht so, mit dem sehe ich nicht so bewandert. Dann tippe ich auf Konfuzius. Da haben Sie goldrichtig getippt. Das Zitat, tatsächlich. Das Zitat würde übersetzt so viel heißen wie: Es hat keine Bedeutung, wie langsam du durchs Leben gehst, solange du ein Ziel hast. Oh, naja, dann war meine Übersetzung nicht so ganz korrekt, aber Richtung stimmt. Sie ging in die richtige Richtung, ich sage. Ja. Welches literarische Zitat hat Sie in Ihrem Leben am meisten geprägt? Das könnte ich nicht sagen. Also das gibt es nicht. Ein Zitat, von dem ich gesagt habe, das ist es nur für ein Lebensmotto oder so etwas, wüsste ich nicht zu nennen.
Schon als Student haben Sie Arno Schmidt 350.000 Mark gespendet. Wir haben uns jetzt mal zufällig eine Stelle aus seinem Buch Das steinerne Herz rausgesucht. Och, ist er stark. Sie atmete tief und glücklich, also mindestens Größe 7. Dann erst noch im Elektroherd nach der Quarktorte sehen. Oben 1, unten 3. Ja, kommen Sie bitte mit rauf. Für uns wirkt das erst einmal wie ziemlich willkürlich zusammengewürfelte Sätze. Woher kommt Ihre Bewunderung für Arno Schmidt? Also, diese sind nun überhaupt keine willkürlich zusammengewürfelten Sätze. Sie lesen ja nicht nur diese Sätze, sondern Sie lesen ja eine Seite oder Sie lesen ein ganzes Buch. Und da haben Sie zwei Menschen, die in einer kleinen Küche sind. Er hat sich ein bisschen verguckt in Sie. Und sie lässt sich das sehr wohl gefallen. Sie ist dabei, einen Kuchen zu backen und guckt am Ofen, ob die Einstellung richtig ist. Sie sagt etwas, sie atmet ein und erfreut sich darüber, dass sie eine ansehnliche Oberweite hat. Und dann sagt sie, kommen Sie mal bitte mit rauf. Das ist dann eine Einladung, dass etwas mehr aus der Sache wird. Also das ist nun gar nicht so unverständlich. Was Sie aber an diesem Zitat sehen können, ist, Sie finden bei Schmidt eine ziemlich genaue Notierung von Alltagssituationen. Leute quatschen miteinander, Leute machen das, was im Alltag so passiert. Und das ist dann immer mal wieder, das hat man an dieser Stelle nicht gesehen, mit einer sehr ausdrucksstarken Poesie durchschossen. Sie können bei Schmidt auch im steinernen Herzen eine Technik beobachten, wie sie einen ablaufenden Alltag sehr komprimieren können in sehr deutliche und überdeutliche Bilder. Der Anfang dieses Romans. Das ist das, was Sie fasziniert? Also, dass er diese Alltagssituation so abbildet? Zu der Zeit gab es keinen, der in dieser Weise den Alltag realistisch abbildete. Und der gleichzeitig über eine solche poetische Kraft verfügte. Also, wenn ich das jetzt so zusammennehme, dann ist das das Bedeutsame an Schmidt, zumindest an Schmidt, der Zeit aus dem steinernen Herzen. Damals spendeten Sie Arno Schmidt 350.000 D-Mark. Welchem Künstler würden Sie heute 350.000 Euro spenden? Warum geht es nicht, dass ich so... Ich habe ja nicht danach gesucht, 350.000 Euro loszuwerden. Kennen Sie einen Künstler, den Sie ähnlich bewundern oder den Sie auch gerne unterstützen? Im Augenblick, der gegenwärtig lebte? Nein. Solche Leute gibt es nicht wie Sand am Meer, wissen Sie? Sie dürfen sich jetzt kurz zurücklehnen. Wir werden jetzt Ihrer Bio lauschen. Dafür schalten wir runter an unsere Bar. Dort liest Nico Preikschat jetzt Ihre Biografie. Jan Philipp Fürchtegott Remsmar wird am Mittwoch, den 26. November 1952, in Bonn geboren. Er geht in Hamburg zur Schule und macht dort einige Jahre später auch sein Abitur. Fischbrötchen, Regenwetter und mürrischen Menschen zum Trotz wird Hamburg zu seiner Perle. Er studiert an der Uni der Hansestadt Germanistik und Philosophie. Nach seinem Studium widmet er sich voll und ganz den Drogen. Falsch. Es war ein anderer Gast. Ich meine natürlich der Literatur und der Wissenschaft. Der junge Remsmar interessiert sich besonders für die eingängigen Dichter Arno Schmidt und Christoph Martin Wieland. Im zarten Alter von 26 Jahren erbt Jan Philipp von heute auf morgen mehr als 50% der Remsmar Zigarettenfabriken GmbH. Aber er verkauft seine Anteile umgehend für schlappe 370 Millionen D-Mark. Mit dem eingesackten Geld kann er unter anderem Mitgründer der Arno-Schmidt-Stiftung werden. Denn Ziel es ist,
die Werke des fleißigen Mosaikarbeiters zu wahren. 1982 schreiben Jan Philipp und seine Frau, Ann-Kathrin Scherer, ihre eigene Schöpfungsgeschichte. Ihr Sohn Johann Wilhelm Karl, viele Namen denn noch, Jakob Scherer, der nun Musik macht und unter anderem Pete Doherty produziert, kommt auf die Welt. Nach 2 Jahren wird ihm das Wickeln zu langweilig. Statt den Windeln seines Sohnes widmet er sich nun, mit seinem frisch gebackenen Hamburger Institut für Sozialforschung, dem Phänomen der Gewalt in unserer Gesellschaft. 1993 macht Jan Philipp den Doktor in Philosophie, danach seine Habilitation und kehrt 1996 an seine alte Uni zurück. Diesmal ans andere Ende der Nahrungskette, als Professor für neuere deutsche Literatur. Am 25.03.1996 wird Jan Philipp Remzma von Thomas Drach und 3 weiteren Mittätern entführt und er kommt nach 33 Tagen gegen Zahlung von 30 Millionen Mark frei. Untrennbar mit seinem Namen verbunden ist die Wehrmachtsausstellung in den späten 90ern, die er initiiert und für die er auch den Kopf hinhalten musste. 2007 emeritiert er als Professor an der Uni Hamburg. Aber seine Karriere ist da natürlich noch nicht vorbei. 2 Jahre danach kommt die Schiller-Professur in Jena, mit der er 4 öffentliche Vortragsveranstaltungen hält. Wow! Von 2012 an repräsentiert er für 3 Jahre Slowenien als ehrenamtlicher Konsul in Hamburg und Schleswig-Holstein. Bis 2016 war er zudem Mitglied des Wissenschaftsrats der Bundesrepublik Deutschland. Sein Vermögensverwalter ist in all den Jahren natürlich auch nicht untätig gewesen. Mittlerweile wird Herr Remzma mit einem Vermögen von geschätzten 700 Millionen Euro als 164. reichster Mensch in Deutschland gehandelt. Aktuell gibt er Lesungen seiner Lieblingsbücher und sucht das Glück. Vermutlich auch während der Krise. Wir haben uns jetzt ja einige Zeit mit. Eine Korrektur. Ich bin nach Sehr wie gerne. Vor Professor. Ich bin nach wie vor Professor an der Hamburger Universität. Na, dann müssen wir das natürlich richtig stellen. Emeritierung ist es nicht. Ich hatte ja keine Stelle als Professor, sondern war Honorarprofessor. Ja. Und das bleibt man in der Regel, wenn man nicht rausgeworfen wird. Okay. Wir haben uns jetzt ja eine Weile mit Ihrem Leben und Ihnen beschäftigt und das meiste haben wir auch eigentlich verstanden. Eine Sache konnten wir uns aber nicht wirklich erklären. Wie kam es, dass Sie Honorarkonsul von Slowenien wurden? Das kam dadurch, dass mich der slowenische Botschafter anrief und mich fragte, ob ich das machen würde. Und ich habe ihn gefragt, warum ich und warum Slowenien? Wie passt das zusammen? Und sagte, ja, wir haben in der Regel für ein solches Amt Leute, die wirtschaftlich tätig sind und deren Kontakte wir für slowenische Belange irgendwie nützen wollen. Das ist hier aber nicht der Fall, sondern wir wollen jemanden, der sich vielleicht für die kulturelle Szene Sloweniens interessieren könnte und das etwas mehr in Deutschland bekannt machen. Und dann habe ich gedacht, ja, warum sollte ich nicht das machen? Das kann einen, ja, mich reizen manchmal Dinge, die ganz unvorhergesehen sind und die ich noch nicht gemacht habe. Und ich habe gesehen, mal sehen, was draus wird. Und dann habe ich das 3 Jahre gemacht und dann festgestellt, der Botschafter hatte inzwischen gewechselt, der war nicht mehr da, dass ich wirklich interessante Sachen dort nicht machen konnte. Und dann habe ich es wieder sein gelassen. Heute vor 24 Jahren und 40 Tagen gingen Sie um 9 Uhr durch Ihren Garten, als Sie ein Rascheln im Gebüsch hörten. Sie dachten erst, es sei eine Katze, als sie dann von Unbekannten überwältigt wurden. Was fühlt man, wenn man so plötzlich angegriffen wird? Man kriegt einen Schreck. Und das ist dann, was man macht, instinktiv. Ich habe versucht, mich zu wehren. Das war nicht besonders erfolgreich. Gab es einen Moment, in dem Sie gemerkt haben, dass es keine Chance mehr hat, sich zu wehren? Ja, ich habe versucht, mich zu wehren und bin niedergeschlagen worden. Sie wurden daraufhin
33 Tage lang von ihren Entführern in einem Keller gefangen gehalten. Sie forderten von ihnen, wenn sie wollen, dass ich hier weiter funktioniere, geben sie mir etwas zu lesen. Sie haben dann eine Auswahl von Büchern bekommen, ein paar haben wir da, unter anderem die Chronik des 20. Jahrhunderts. Wie haben Ihnen diese Bücher geholfen zu funktionieren? Naja, es ist in einer solchen Situation natürlich ganz gut, sich auf etwas anderes versuchsweise konzentrieren zu können, als auf die Wand gegenüber und das eigene Innenleben, was ja ein bisschen aufgestört und chaotisch ist in einer solchen Situation. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte dort etwas zu lesen bekommen, was man an Roman oder irgendetwas. Ich hatte vorgeschlagen, weil ich dachte, wer weiß, ob die in eine Buchhandlung gehen oder nicht, ob sie mir nicht eine Bibel beschaffen könnten. Da brauchten sie nur in die nächste Kirche zu gehen und eine zu stehlen. War aber nicht. Ich dachte, das wäre dann die Gelegenheit, mal die Bibel von der ersten bis zur letzten Zeile durchzulesen. Jetzt war das diese Chronik. Nun gut, ich habe dann das ganze 20. Jahrhundert Zeile für Zeile, Tag für Tag durchgelesen. Und Prado war ein Bildband. Das war nicht das, was mir vorschwebte, mir Bilder anzugucken. Aber ja gut, ich habe es dann gemacht. Ich habe dann gedacht, wenn ich sonst nichts zu tun hatte, könnte ich ja Bildbeschreibungen im Kopf anfertigen. Aber interessanterweise hatte ich dazu einfach gar keine Lust. Hat Ihnen also außer den Büchern noch was geholfen? Glücklicherweise gab es dann noch mehr andere Bücher. Sie hatten selber ein Interesse daran, da jemanden zu haben, der Briefe schreibt und so war und seine Angehörigen dringlich auffordert, dies oder jenes zu tun. Hat Ihnen außer den Büchern noch irgendwas geholfen? Man hilft sich selbst. Inwiefern? Man hilft sich selbst, indem man sieht, dass man die Fassung behält. In Folge scheiterten dann zwei Geldübergaben. Die dritte hatte dann zum Glück geklappt. Am 26. April wurden sie um Mitternacht in einem Wald freigelassen. Anschließend holte sie die Polizei ab und brachte sie ins Krankenhaus. Dort wurden sie durchgecheckt und die gebrochene Nase und die Sehnenscheidenentzündung waren dann irgendwann verheilt. Wie sieht es mit den psychischen Verletzungen aus? Ja, so eine Sache wird man nicht los. Jedes Jahr weiß man, der Frühling kommt und das war vor so und so langer Zeit und so weiter. Aber da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Einer Ihrer Entführer, Thomas Drach, wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt. Finden Sie das Urteil gerecht? Was heißt gerecht? Es ist im dafür vorgesehenen Strafrahmen an der oberen Linie. Sie können zu mehr als 15 Jahren nicht verurteilt werden. Es war genauer gesagt 14,5. Und ich habe ja als Nebenkläger an der Verhandlung teilgenommen mit meinem Anwalt. Und wir haben nicht dafür plädiert, das volle Strafmaß zu machen. Aus folgendem Grunde. Ich lebe noch. Er hat mich also freigelassen. Er hätte sich ja auch überlegen können, er hatte ja das Geld, seinen Opfer, den einzigen Zeugen der Sache, umzubringen. Dann wäre er nicht nur ein Entführer, sondern auch ein Mörder gewesen. Aber 15 Jahre sind auch das Strafmaß für einen Mörder. Es sollte signalisiert werden, dass Entführer etwas davon haben, wenn sie ihre Opfer leben lassen. Haben Sie sich etwas anderes gewünscht oder wie sah das emotional aus? Also ein härteres Urteil? Was sollte ich mir anderes wünschen? Sie sagen ja selber, Rache ist gut, sie sollte nur nicht sein. Wie waren Ihre Rachevorstellungen? Och, die sind privat.
Okay, kommen wir an dieser Stelle. Diese Sache in einem öffentlichen Verfahren abzumachen und 15 Jahre sind die Obergrenze, die das Gesetz dafür vorsieht. Das ist insofern alles in Ordnung. Kommen wir an dieser Stelle zurück in die Gegenwart. Die Möglichkeiten der kultivierten Abendgestaltung sind ja momentan eher begrenzt. Außer natürlich, man schaut nachgefragt auf YouTube. Das ist klar. Viele Familien helfen sich mit einem langen Filmeabend. Welchen der folgenden Filme würden Sie denn gerne in nächster Zeit schauen? A. Frozen 2. B. Rambo 5. C. Stirb langsam 5. Oder dann doch lieber D. Sissi, die Jugendjahre einer Kaiserin. Das erste kenne ich nicht. Das zweite war Rambo oder was? Ja, genau, der fünfte Teil. Frozen 2. Frozen 2 sagt mir gar nichts. Rambo 5 habe ich gesehen. Oh, ein düsterer und in Brutalität doch sehr schwelgender Film. Stirb langsam, 1, 2, 3 kenne ich. Die sind ziemlich gut. Den vierten habe ich versucht, mir anzugucken und ich fand den blöd. Und 5 werde ich mir nicht angucken. Sissi, das schreibt mal Sissi nicht mit I. Sie schreiben das mit Y. Das ist aber zu Land anders. Sissi ist einfach ein Dokument einer bestimmten Zeit, einer bestimmten Idee, was Geschichte ist, was Frauen sind, was Weiblichkeit ist, was die oberste Gesellschaftsklasse ist und wie sie sich benimmt. Das ist als Dokument sehr interessant. Als Film, um ihn abends zu genießen, ist es unerträglich. Das heißt, Sie sind der Meinung, weichgezeichnete Romantik tut fast mehr weh als Brutalität. In gewissem Sinne, das kann man natürlich auf alle mögliche Weise missverstehen. Also ich würde dann vielleicht eher Stirb langsam 5 eine Chance geben. Wir haben gehört, dass Sie und Ihr... Ohne viel Hoffnung übrigens. Wir haben gehört, dass Sie und Ihr Sohn sich gerne Rambo-Filme angeguckt haben. Was fasziniert Sie so gerade an diesen? Nein, haben wir nicht. Wir haben nie einen Rambo-Film zusammen angeguckt. In einem Interview mit Ihnen konnte man tatsächlich trotzdem lesen, dass Sie ein stiller Bewunderer von den Rambo-Filmen sind. Rocky. Nicht verwechselt. Von Rocky und Rambo, also Rocky-Film. Nicht Rocky und Rambo. Ja, ich kenne von zwar die Rambo-Filme und ich habe über Rambo 1 auch geschrieben, ja. Aber ich bin kein Bewunderer dieser Filme. Die Rocky-Filme sind etwas ganz anderes. Auch abseits von... Da müssen wir immer über diese Antworten müssen immer etwas länger ausfallen. Das, glaube ich, ist in Ihrem Frage-Antwort-Takt nicht vorgesehen. Aber deshalb muss ich es kurz machen. Rambo 1, interessant. Auch abseits der Rest von, ist Ramsch. Auch abseits also, von Rambo-Filmen haben Sie sich ja viel mit Gewalt beschäftigt, das aber beruflich. Vor 12 Jahren erschien Ihr Buch Vertrauen und Gewalt. Können Sie uns erklären, wann und warum ein eigentlicher friedlicher Mensch wie etwa ich Gewalt anwenden würde? Ich habe das nicht verstanden, war völlig zerhackt, was Sie gesagt haben. Sie, machen Sie es einfach nochmal. Können Sie uns erklären, wann und warum ein eigentlich friedlicher Mensch, wie zum Beispiel ich, Gewalt anwenden würde? Das weiß ich nicht, ich kenne Sie ja nicht. Ist es zum Beispiel, also gibt es da besondere Situationen, in denen das eher auftritt? So kann man das nicht beschreiben. Das ist ja nicht, wie soll ich das sagen? Was für ein Bild haben Sie denn von Gewalttätigkeit? Etwas, das Sie wie ein Krampf überfällt oder etwas? Aber das hat doch mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Nun ja, also mein Bild wäre jetzt, dass also Sie sind derjenige, der die Frage, was Sie im Zweifelsfalle tun würden, beantwortet. Das beantwortet Ihnen doch keiner von außen, der sich theoretisch mit diesen Fragen beschäftigt hat. Sie kennen sich doch, Sie wüssten doch, wann eine Situation kommen kann, wo Sie gewalttätig würden oder was Sie alles tun würden, um sie zu vermeiden.
Die Frage müssen Sie sich selber beantworten. Gibt es da nicht Situationen, in denen sowas eher auftritt? Ja, alle möglichen. Zum Beispiel, wenn Sie jemanden angreift. Die Frage, die sich... Zum Beispiel, wenn Sie es zu Hause nicht mehr aushalten, wenn Sie jetzt wegen Corona das Haus nicht verlassen können. Sie haben eine Familie, die Ihnen auf die Pelle rückt und Sie mögen diese Familie sowieso nicht. Dann gibt es ein gewisses Risiko, dass Sie, wenn Sie sonst der Typ danach sind, gewalttätig werden. Das passiert ja zurzeit. Also diese spezielle Situation, in die Familien geraten, ist bis zu einem gewissen Grade gewaltträchtig. Deshalb haben zum Beispiel Frauenhäuser ihren Betrieb nicht eingestellt, sondern denken das mit, dass möglicherweise dort mehr Frauen kommen, die von häuslicher Gewalt fliehen, als in anderen Situationen, weil sie eben nahe beieinander sind, ohne Abwechslung zu haben oder woanders hin zu können. Das sind so Situationen, wenn wir über private und nicht über, weiß ich nicht, politische Gewalt sprechen, ist wieder was ganz anderes. Die Frage, die sich bei uns mit der Gewalt gestellt hat, ist, warum sie so persistent ist. Wenn wir jetzt drüber nachdenken würden, wäre doch der Frieden viel besser für alle. Nun gucken Sie sich doch mal die Geschichte an. Sie stellen doch fest, dass die Geschichte, seit wir sie schreiben können, ein Schauplatz der Gewalt ist. Also die Frage, ist das nicht merkwürdig? Frieden wäre doch viel schöner, ist eigentlich eine ziemlich weltfremde Frage. Und Sie sollten sich fragen, oder ich frage das Sie, warum Sie so weltfremde Fragen stellen. Und da kommen wir zu einer interessanten Problemstellung hier, dass unsere Moderne ein Verhältnis zur Gewalt hat, das anders ist als die Zeiten, die dem voraufgehen. Gesellschaften wollen davon weg und haben ein Bild von sich errichtet, sie hätten diesen Zustand der Gewaltferne schon erreicht, obwohl sie dauernd eines Besseren belehrt werden. Es gibt nicht den Krieg, mit dem alle Kriege erledigt sind, sondern wenn es ein Krieg beendet ist, gibt es einen nächsten. Und Sie haben in den 90er Jahren ja die Wehrmachtsausstellung initiiert. Die CSU versuchte, die Ausstellung in München zu verhindern. Es gab auch gewaltvolle und aggressionsgeladene Proteste dagegen. Warum, wo und woher kam dieser ganze Gegenwind? Es gab dort Aufrufe rechter Parteien. Es gab einen Teil der CSU, die der Meinung waren, hier würde die Ehre einer Institution, einer Organisation wie der Wehrmacht und damit die Ehre von Veteranen, Kriegsteilnehmern in irgendeiner Weise angegriffen. Das war die eine Seite. Die andere Seite war der Meinung, dass diese Wahrheiten, die man dort in Textdokumenten und Interpretationen nachlesen konnte, es verdienen, zur Kenntnis genommen zu werden. War dieser Gegenwind eine Bestätigung dafür, dass Sie die Wehrmachtsausstellung gemacht haben? Nein. Das hat mich tatsächlich, uns tatsächlich, in dieser Massivität überrascht. Das heißt, Sie sind nicht davon ausgegangen, dass es da so viel Gegenwind gibt. Viele von den Menschen, die Sie ja da an den Pranger gestellt haben, oder Angehörige von denen, wir haben niemanden an den Pranger gestellt. So meine ich das ja auch nicht. Viele persönliche Leute fühlten sich da ja persönlich angegriffen, wahrscheinlich dadurch. War es trotzdem der richtige Zeitpunkt, gerade weil die Leute noch sich davon persönlich betroffen gefühlt haben? Vielleicht ja. Vielleicht hätte es 10 Jahre früher so eine Ausstellung nicht geben können, oder sie hätte ein anderes Echo hervorgerufen.
Das Institut war da, die Arbeit des Instituts wurde getan und 95 war 5 Jahre vor Ende des Jahrhunderts, 50 Jahre nach Kriegsende. Und diese beiden Daten zusammengenommen, wollte das Institut Aspekte der Gewaltgeschichte des Jahrhunderts thematisieren, auf ganz verschiedene Weise. Und eine dieser Weisen war diese Ausstellung über die Verbrechen der Wehrmacht, die dann eine ganz eigene, selbstständige Karriere gemacht hat. War aber nicht als Provokation gedacht, als Information. Ja, natürlich. Trotz all dieser Gewalt und Grausamkeit in der Welt sagen Sie, man kann nicht nicht vertrauen. Was tut man jetzt zum Beispiel mit Menschen, die das Vertrauen in den Staat verloren haben, wie Holocaustleugner oder Reichsbürger? Wie kann man es schaffen, diesen Menschen das Vertrauen in den Staat zurückzugeben? Also ich müsste ein bisschen darüber reden, was ich unter Vertrauen verstehe. Aber das führt jetzt zu weit und mit so furchtbar langen Antworten sind Sie nicht zufrieden, das sehe ich schon. Mit Reichsbürgern können Sie gar nichts machen. Die haben einen Knall. Sie können ruhig auch länger etwas erzählen, natürlich. Die einen Knall mit einer ziemlichen Wucht, einen großen Knall haben, da können Sie nichts machen. Die sind verrückt. That's it. Das heißt, diese Leute sind auf Ewigkeit verloren. Es sei denn, irgendwann brappeln sie sich selber wieder. Aber es lohnt sich überhaupt nicht, mit denen in ein Gespräch einzutreten. Es gibt ja auch heute noch viele Menschen, die in ständiger Ungewissheit leben, zum Beispiel Flüchtlinge in Flüchtlingslagern. Wie schaffen es diese Menschen überhaupt, Vertrauen aufzubauen? Oder in was vertrauen diese Leute überhaupt? Die vertrauen darin, dass es in einer Weise besser weitergeht, als es in ihrem Leben bis zu dem Zeitpunkt gegangen ist. Deshalb sind sie nämlich geflohen. Sie haben sich etwas erhofft. Jetzt sind sie in einer Situation, die sich vielleicht nicht erhofft haben, aber sie müssen mit ihr zurechtkommen. Und Vertrauen heißt Routinen ausbilden, wie man von Tag zu Tag kommt. Unter schwierigen Bedingungen oder andere Leute unter leichten Bedingungen. Aber es ist im Grunde dasselbe. Sie entwerfen eine Idee von Normalität und richten ihre Tage darauf ein. Darum geht es, wenn ich über Vertrauen spreche. Jetzt die Frage stellt sich ja, woher weiß ein Mensch überhaupt, was er vertrauen kann? Viele Leute, denen man ja aus eigentlich vertraut. Aus seiner Lebenspraxis. Aus seinem Leben. Er macht Erfahrungen und macht innerlich, unbewusst Konzepte, wie er weiterkommt in seinem Leben. Das ist das Vertrauen. Nicht an irgendwelche übergeordneten Instanzen oder sonst irgendwas. Das meine ich damit. Sie sagen, man kann sich in dieser Welt auf überhaupt nichts verlassen. Dieser Satz klingt für uns schon fast ein wenig düster. Können Sie uns etwas... Habe ich das gesagt? Tatsächlich. Ja, das haben wir so als Zitat... In einem Interview. Wo haben Sie das her? Da fragen Sie uns jetzt Sachen. Können Sie uns trotzdem etwas Positives für die... Die Sachen, die man in solchen Situationen fragt. Ja, wissen Sie... Das glaube ich nicht. Dass ich das so gesagt können Sie uns, habe, können Sie uns, es ist sehr im Zusammenhang heraus präpariert, ja, wir, eine Nachfrage. Wir schauen gerade nach, also wir können es Ihnen gleich nachher sagen. Können Sie uns trotzdem bitte etwas... Mit dem Kontext und nicht nur mit der Quelle. Ja, können Sie uns etwas Positives für die Zukunft trotzdem mitgeben? Es geht auch immer weiter. Und wenn wir jetzt über die Zuschauer ansprechen... Naja, da lebt doch jeder sein eigenes Leben und macht das Beste draus. Damit soll er weitermachen. Was soll man denn sonst sagen? Jetzt ist die Zeit gekommen. Sie dürfen nun das türkise Paket öffnen und uns mal zeigen, was sich darin befindet. Gummibänder. Aha, Klopapier. Witz. Tempotaschentücher, Corona-Scherz. Frischhaltefolie, warum nur warum? Ein Kaffeefilter, jetzt werden Sie hoffentlich nicht von mir verlangen, dass ich eine Maske bastle. Doch, tatsächlich. Glaube ich, die Zeit. Was?
Tatsächlich, das haben wir mit Ihnen vor. Wir wollen mit Ihnen jetzt mal den Realitätscheck machen, ob das überhaupt so einfach ist, wie die Medien behaupten. Da fragen Sie den Falschen. Ich bin ziemlich ungeschickt in solchen Sachen. Also wir in der Hinsicht haben wir tatsächlich auch gar keine Erfahrung. Das Wichtigste ist ja tatsächlich immer eigentlich, dass man es versucht und nicht, dass man es schafft. Ich bin da ganz anderer Meinung. Ich finde, wenn man sich eine Maske basteln will, ist es ganz entscheidend, dass es klappt. Sonst war das nämlich umsonst. Ja, wir wollen es ja mit Ihnen versuchen. Aber wenn man es ja nicht versucht, kann es ja nicht funktionieren. Das ist richtig. Aber wollen Sie jetzt, dass ich hier bastle? Wir stellen Ihnen auch nebenbei Fragen. Also, Sie also werden wir nicht machen nur mit natürlich Basteln mit. Beschäftigt. So, ist das hier nicht. Sie können es ja mindestens mal probieren. Wir erwarten von Ihnen kein Ergebnis. Antreten ist alles. Also wissen Sie, der Mensch wir hat machen vor natürlich, Hunderttausenden von Jahren die Arbeitsteilung erfunden. Nicht jeder muss alles können. Ja, das erwarten wir auch gar nicht von Ihnen. Er bastelt Masken und ich kann welche erwerben. Und wenn jemand von mir etwas über Literatur oder die Frage der politischen Gewalt, dann wendet er sich an mich. Und ich wende mich an Leute, die basteln können. Aber jetzt haben Sie eigentlich nicht. Wir wollen nicht die Hunderttausende von Jahren, die die Menschheit durchlaufen hat, zurücklaufen. Zu einem Zustand kommen, wo jeder alles können muss. Haben Sie eigentlich eine Maske? Ja, natürlich. Und die haben Sie gekauft und nicht selbst gebastelt? Würde ich jetzt Ihre Antwort nehmen. Die hat mir jemand geschenkt und dann habe ich auch in irgendeinem Geschäft einen Vorrat gekauft. Ja. Das heißt, Sie haben nicht nur. Wir würden jetzt natürlich trotzdem gerne mit Ihnen versuchen, eine Maske zu basteln, auch wenn sich das gegen die Arbeitsteilung richtet. Das ist ja jetzt. Das ist ja auch nicht das. Als zu basteln, das macht mich irgendwie ganz trübsinnig. Also, dann stellen wir Ihnen einfach die Fragen, die wir für Sie haben. Das ist einfach keine gute Idee. Haben Sie eigentlich Toilettenpapier gehamstert? Nein. Ich habe einen normalen Vorrat und ich hatte nicht die Sorge, dass das knapp werden würde. Was ist die größte Einschränkung, die Corona momentan für Sie macht? Die größte Einschränkung in Ihrem Leben gerade. Dass ich mit einer Maske in einen Buchladen gehe und wenn ich dann rede, beschlägt meine Brille und ich muss sie abnehmen. Haben Sie eigentlich Angst vor dem Virus? Nein. Nein. Ich bin zwar nicht mehr der Jüngste, aber ich glaube, dass ich robust genug bin, eine Erkrankung ohne große Probleme zu überstehen. Aber ich klopfe auf Holz. Haben Sie schon eine Checkliste gemacht für die Zeit nach Corona? Mit Dingen, die Sie nach der Corona-Krise erledigen wollen? Ich mache genau das, was ich jetzt mache, einfach weiter. Das heißt. Und das ist auch das, was ich vorher gemacht habe. Mein Leben hat sich nicht besonders verändert. Da haben Sie natürlich Glück gehabt. Für uns hat es sich nicht sehr verändert, natürlich. Ich kann zurzeit jemanden nicht besuchen, der in Österreich lebt, den ich sehr gerne besuchen würde. Aber das geht nun mal eine Weile nicht, aber das beobachtet man, bis das wieder, wie die Verhältnisse sich ändern und irgendwann wird das wieder gehen. Aber das ist das Einzige, was mich stört. Wir haben jetzt kurz die Information für Sie, wann Sie das Zitat gesagt haben. Das haben Sie 2005 während einem Vortrag mit dem Namen Folter im Rechtsstaat gesagt. Das war ein Interview in Berlin, wenn Sie das zufriedenstellt. Das stellt mich zufrieden. Ich wüsste trotzdem gern, wenn das ein Interview anlässlich eines Vortrages ist, das doch vermutlich eine Reaktion, dass jemand gesagt hat, worauf kann man sich in der Welt verlassen? Und dann habe ich wahrscheinlich geantwortet, man kann sich
Gib's ihm. Platterdings auf gar nichts verlassen. Aber trotzdem tut man das. Also, Sie haben also ich kann Ihnen auch gerne die Frage jetzt einmal vorlesen. Die Frage ja. war, Herr Remzimmer, wir sind, was wir tun. Und wir sind, was wir versprechen, niemals zu tun, heißt es in Ihrem Buch Folter im Rechtsstaat. Können wir uns bei dem Thema Folter auf ein Versprechen verlassen? Und dann haben Sie darauf diese Antwort gegeben. Das ist richtig. Also zum Beispiel ist Folter etwas, was in unserer Rechtsordnung nicht zulässig ist. Trotzdem könnte es Ihnen passieren, dass Sie, wenn Sie verhaftet werden, auf einer Polizeiwache zusammengeschlagen werden. Das ist nicht sehr wahrscheinlich, damit Sie mich nicht falsch verstehen. Ich verdächtige nicht die Polizei, latent gewalttätig zu sein. Überhaupt nicht. Aber es könnte passieren. Weiß der Teufel, an wen Sie da geraten? Weiß der Teufel, was für eine Situation das ist? Es kann alles Mögliche passieren. Nicht nur auf der Polizeiwache, sondern sonst. Aber wir wissen, was wir dann machen müssen. Sie können da einen Polizisten oder wer immer das dann ist, Sie können ihn anzeigen. Wenn es tatsächlich darum geht, dass jemand Sie schlägt, damit Sie eine Aussage machen, dann wird diese Aussage vor Gericht nicht verwertet. Und so weiter und so weiter. Das heißt, Sie können sich nicht darauf verlassen, dass es nicht passiert. Aber Sie sind trotzdem nicht der Willkür ausgesetzt. Es sei denn, es ändert sich politisch etwas. 1933 haben Leute gedacht, wir haben eine Regierung, die wir ziemlich schrecklich finden, aber sie wird nicht alles auf den Kopf stellen. Und Leute landeten dann in der Polizeiwache und wurden zusammengeschlagen. Haben gesagt, kann ich meinen Anwalt anrufen? Dann wurden sie noch mehr zusammengeschlagen. Und auf einmal stellten sie fest, da passiert jetzt etwas ganz anderes. Wir sind in einer ganz anderen politischen Situation, als wir gedacht haben. So etwas kann passieren. Wir wollen mal weiter beim Thema Corona bleiben. Gerade dreht sich in der Debatte sehr viel darum, ob und wann wir wieder in unsere alte Normalität zurückkehren können. Wir bemerken aber jetzt gerade, an welchen Stellen diese Normalität eigentlich sehr ungerecht ist. Zum Beispiel an unserer Schule haben Kinder keinen Zugang zu Drucker oder Computer und können deswegen gerade eigentlich de facto nicht am Schulunterricht teilnehmen. Wie können wir es hinkriegen, nach dieser Krise gerechtere Chancen für alle zu haben? Nun hat das mit dieser Krise ja nicht viel zu tun. Es werden nur bestimmte Dinge durch eine neue Konstellation deutlicher. Diejenigen, die jetzt benachteiligt sind, waren es auch vorher. Sie merken es nur an bestimmten Situationen, jetzt besonders krass. Das heißt, das Ziel, das sozialpolitische Ziel, eine gerechtere Gesellschaft zu machen, das ist ein bisschen schwieriges Wort, weil man nicht genau weiß, was das heißt. Also eine Gesellschaft, in der es bestimmte Benachteiligungskarrieren nicht mehr gibt. Das gab es vorher und gibt es nachher. Und dann, wenn Sie nicht selbst aktiv werden wollen in Bürgerinitiativen oder Ähnlichem, dann gucken Sie sich die Parteiprogramme an und überlegen sich, ob es Parteiprogramme gibt, die diesen Zielen mehr dienen als andere. Und dann gehen Sie in diese Partei oder wählen Sie sie. Saskia Esken, die SPD-Vorsitzende, hatte den Vorschlag, eine einmalige Vermögensabgabe von besonders Wohlhabenden zu fordern. Sie als Fastmilliardär wären ja davon betroffen. Wie stehen Sie zu diesem Vorschlag? Ich habe bei der Diskussion, ob es Vermögenssteuer geben sollte oder nicht, es gibt ja im Augenblick keine, es hat lange Vermögenssteuer gegeben, war ich immer der Meinung, dass zweckbezogene Abgaben eine bessere Idee sind, als einfach nur eine Steuer, bei der nicht viel abfällt, das ist bei der Vermögenssteuer so, zu den anderen Steuern hinzuzunehmen. Ja, das ist keine
dumme Idee, das kann man immer mal wieder machen. Man muss es nur anders machen als beim Solidaritätszuschlag. Den hat man ja einfach in der Zeit weitergezogen und der ist einfach eine, war dann gar keine gezielte Abgabe, um Projekte in den sogenannten Beitrittsgebieten, so hieß es ja am Anfang, zu unterstützen, sondern das ist einfach eine Steuererhöhung geworden. Haben Sie eigentlich schon für die Bewältigung des Coronavirus gespendet? Ich glaube nicht, dass da persönliche Spenden wichtig sind. Ich habe mein Leben besteht, seit ich über Vermögen verfüge, darin, es für bestimmte gemeinnützige Zwecke, dieses Vermögen zu verwenden. Das hat nun mit Corona gar nichts zu tun. Was ist denn einer dieser Zwecke? Sie haben das Institut für Sozialforschung erwähnt. Es gibt die Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur, die sich um sehr vieles kümmert und unter anderem auch Stipendien vergibt. Vor ein paar Tagen habe ich ein Stipendium an eine anerkannte Asylbewerberin aus Afghanistan, ein Ausbildungsstipendium, und davon gibt es eine ganze Reihe. Das heißt, das, was Sie sonst für die Kultur und Wissenschaft tun, führen Sie jetzt natürlich fort. Aber da kommt jetzt nichts hinzu. Tue ich fort, aber dazu gehört auch wegen der Situation. Ausgaben für, wie man sich auszudrücken will, soziale Zwecke, selbstverständlich. Die Frage das der ist sowieso so, da muss nicht Corona kommen und ja. Den Leuten irgendwie Ideen geben. Gerade jetzt trifft es aber genau diese Leute in den kulturschaffenden Berufen ganz stark. Deshalb haben mich auch Menschen um Hilfe gebeten und ich habe ihnen geholfen. Ja klar. Die Frage der Finanzierung der Krise stellt sich ja nicht nur auf deutscher, sondern auch auf europäischer Ebene. Robert Habeck zum Beispiel spricht sich für europäische Schulden aus und sieht das als Ausgangspunkt für ein stärkeres und einflussreicheres Europa. Sehen Sie in der Krise, in der aktuellen, eine Chance oder eher ein Risiko für die Europäische Union? Risiken sind immer Chancen und Chancen sind immer Risiken. Also das ist immer so. Ob die Idee von Corona-Bonds eine gute ist oder nicht, ist ein langes Thema, kompliziertes Thema. Ich bin gar nicht der wirklich Berufene, da eine Antwort zu geben. Die Idee eines europäischen Bundesstaates gibt es ja schon länger. Was halten Sie von der Idee? Ja, warum sollte man am Status quo was ändern? Nun ja, also, gerade jetzt in dieser Krise könnte man ja eigentlich beweisen, dass die Zusammenarbeit, die europäische, allen Ländern etwas bringt. Gerade üben sich aber die Staaten in Egoismus. Wenn man es nicht hinkriegt, kriegt man es nicht hin. Nun ja, es gäbe ja die Möglichkeit, es zu beweisen. Gerade jetzt Appelle nicht so gerne, weil sie meistens ganz unpraktisch sind. Und wir vertrödeln ein bisschen Zeit, indem wir sagen, heutzutage müsste man. Ja, das sind komplizierte Fragen, wo man lange und genau reden sollte, aber man sollte auch Fachmann dafür sein und nicht Stammtisch betreiben. Das heißt, Sie sind nicht dafür, dass sich die Kompetenzen der EU weiter ausweiten und würden es lieber beim jetzigen Zustand belassen? Ja, wahrscheinlich könnten sie auch ausgeweitet werden, aber man müsste sehr viel institutionell ändern und die ganze Sache flexibler machen. Das ist ein wahnsinnig kompliziertes Thema, das wir hier doch überhaupt nicht vernünftig bereden können. Wolfgang Schäuble erregte zuletzt auch Aufsehen mit der Äußerung, der Schutz vom Leben, vor dem Schutz vom Leben, müsse nicht alles zurücktreten. Er meint, wenn es einen ultimativen Grundsatz im Grundgesetz gäbe, wäre es das die Würde des Menschen. Wie stehen Sie zu dieser Aussage? Da hat er recht. Zunächst mal hat er recht als Interpret der Verfassung. Und der Rest ist eigentlich trivial und ich weiß nicht, warum das so viel Aufsehen erregt hat. Also zum Beispiel kommen beim Autoverkehr Leute um. Wenn Autos durch die Gegend fahren, sterben Leute und Leute werden verletzt.
wenn man dieses auf jeden Fall, komme, was da wolle, verhindern wollte, dann müssen wir Autoverkehr verbieten. Tut man aber nicht. Sondern man macht Verkehrsregeln, um das Risiko einzuschränken. Also der Schutz von Leben ist nicht das Einzige, worum es hier geht, sondern es geht auch darum, um Freizügigkeit. Dass Leute sich in Autos setzen dürfen und damit herumfahren dürfen. Aber sie dürfen in diesen Autos nicht alles machen. Sie haben also eine Kompromissbildung zwischen Leben und Verletzungsschutz und Freiheit. Oder sagen wir, dass man die Leute irgendwie machen lässt, was sie machen wollen. Solche Kompromisse gibt es immer und solche Kompromisse gibt es auch jetzt. Und mehr hat Schäuble gar nicht gesagt. Und das ist überhaupt nichts Sensationelles, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlagen muss, sondern trivial. Nun ja, es stellt sich ja jetzt gerade die Frage, wann man anfängt, über Lockerungen zu diskutieren. Was denken Sie, wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen? Und hat Schäuble den richtigen Zeitpunkt gewählt, um eine solche Diskussion anzuregen? Ja, die Diskussion gibt es doch. Die ist doch permanent da und Schäuble hat sich in ihr Worte gemeldet. Und es ist doch so, wie es ist. Die Regierung muss dauernd abwägen. Man muss Informationen verarbeiten. Man muss beobachten, wie Infektionsraten sich entwickeln. Man muss gleichzeitig sehen, dass eine Welle von Pleiten ins Haus steht, dass es Kurzarbeit gibt, dass die Wirtschaft an bestimmten Orten wieder in Gang kommen muss. Das sind Ziele, die irgendwie konfligieren. Und man muss sich überlegen, was man von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche tut. Und genau das macht die Regierung im Augenblick, macht es doch nicht schlecht. Aber es ist kein grundsätzliches Problem, wo man sagt, jetzt ist ein Zeitpunkt gekommen. Nein. Man sieht zu, wie es sich entwickelt und reagiert dann besonnen auf die Entwicklung. Gute Nachrichten, Herr Riemsma. Unsere Fragen haben Sie soweit bestanden. Jetzt folgen noch die Zuschauerfragen. Laura B. fragt, nicht jeder muss alles können. Was können Sie besonders gut? Ich habe in der Grundschule Lesen und Schreiben gelernt und habe mich mit Lesen und Schreiben einen Großteil meines Lebens beschäftigt. Und ich glaube, ich kann ganz gut über Literatur reden und Studenten beibringen, Literatur klüger zu lesen, als sie das vorher konnten. Welche Verantwortung hat man gegenüber der Gesellschaft als so wohlhabender Mann wie Sie, fragt Ines S. Wenn Ines S. mir gegenüber säße, dann würde ich sagen, was ist die Gesellschaft? Ich kann Ihnen nur sagen, dass jeder Mensch, dem es irgendwie nicht schlecht geht, davon etwas anderen abgeben sollte, denen es weniger gut geht. Und je mehr sie haben, desto mehr geben sie ab. That's it. So, wir wären jetzt fast am Ende unseres Gesprächs angekommen. Wir hätten nur noch eine letzte Bitte. Öffnen Sie doch mal das Paket mit den Blumen drauf. Da ist übrigens auch noch ein zweites Paket. Ja, das ja, genau. Auch noch. Einfach mal nacheinander und... So, hier ist ein eingeschweißtes Stück Schinken bzw. Speck. Hier haben wir Rambo. Der Rambo, von dem ich sagte, ist sehr düster und sehr brutal. Genau, wenn er Ihnen nicht gefällt, dürfen Sie ihn natürlich auch ruhig verschenken. Ja, ich kenne ihn und ich müsste mir jetzt überlegen, wem ich den schenken könnte, der oder die das nicht als eine Zumutung empfindet, denn er ist nicht jedermanns Sache. Aber das kann ja immer passieren, dass man jemanden trifft. So. Der Schinken ist ein Schwarzwälder Schinken. Wir dachten uns, wir schinken ihn im Gegensatz zum
Hamburger Fischbrötchen ein Schwarzwälder Schinken als Abwechslung. Das ziehe ich auch dem Fischbrötchen vor. Sehr schön. Ich danke Ihnen sehr. Ich danke Ihnen sehr. Und hier sehe ich, dass Sie etwas gelesen haben, wo ich zu Büchern befragt wurde, die in meinem Leben noch eine Rolle gespielt haben. Und ich habe als erstes... Sie dürfen es auch ruhig in die Kamera zeigen. Siebes im Hasenwunderland erwähnt. Und ich habe da auch geschrieben, dass ich nicht mehr wüsste, wo das eigentlich geblieben ist. Und das haben Sie sich gemerkt und Sie haben es irgendwo aufgestöbert. Und das finde ich ganz nett von Ihnen. Und das stimmt nicht sentimental und bewegt mich. Und das war eine sehr nette Idee von Ihnen. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch eine kleine Ankündigung für Sie, liebes Publikum. Eine was? Fürs Publikum. Ja. Unser Kurs führt seit kurzem einen Nachgefragt-Podcast. Den können Sie auf allen gängigen Plattformen anhören. Einfach unter dem Namen Nachgefragt am Rotteck oder unter dem Link in der Videobeschreibung. Dort werden Sie auch bald unser Gespräch finden. Dann noch die nächste Ankündigung. Als nächstes begrüßen wir bei Nachgefragt to go David McAllister. Ines Scharke und Nico Preikschat werden ihn begrüßen. Er ist ehemaliger niedersächsischer Ministerpräsident und war der erste Länderchef Deutschlands mit doppelter Staatsbürgerschaft. Heute sitzt er für Niedersachsen im Europaparlament und leitet dort den Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten. Jetzt bleibt uns nur noch von Ihnen zu verabschieden, lieber Zuschauer. Und wir davor dürfen Sie, Herr Remzmar, noch den weißen Umschlag öffnen. Das ungeöffnete Paket, ja. Ja, Sie dürfen noch den weißen Umschlag öffnen. Das ist ein gelbes Plastik-Rechteck, Plexiglas, Acrylglas. Normalerweise dürfen unsere Gäste immer auf unserer Bühne unterschreiben. Wir dachten uns, wir schicken Ihnen mal ein Stück unserer Bühne, damit Ihnen das Privileg nicht versagt wird. Sie dürfen jetzt da einfach freie Nase drauf unterschreiben. Kann ich jetzt eine eigene Unterschrift machen und mir die an die Wand hängen? Wir hätten sie natürlich gerne wieder zurück. Sonst sieht unsere Bühne natürlich nicht vollendet aus. Ach so, ich soll das... Genau, dann werden Sie Teil unserer Bühne. Sonst hätten wir leider ein Loch in unserer Bühne. Selbstverständlich. Ich unterschreibe es und Sie bekommen es zurück. Sehr schön. An dieser Stelle möchten wir uns jetzt nun von unserem Zuschauer verabschieden. Wenn es Ihnen gefallen hat, dürfen Sie wie sonst auch gerne spenden. In der Videobeschreibung finden Sie genauere Infos dazu. Ansonsten machen Sie es gut und bis zum nächsten Gespräch. Und zu guter Letzt wollen wir uns von Ihnen verabschieden, Herr Remzmar. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Fragen gestellt haben und bei diesem kleinen Experiment mitgemacht haben. Uns zumindest hat es großen Spaß gemacht. Das ist ja schön. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zum Abitur wahrscheinlich, nicht? Danke. Dankeschön.
Thank you.